Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von Haker Küche und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute kocht Monika Dornitzhuber von der Heimat für uns was? Einen serbischen Rostbraten mit Erde verspalten. Was macht ein Rostbraten zu einem serbischen Rostbraten? Ach, das ist das, wenn der Wirt sechst macht, dann ist der Beste. Ist ein geklautes Gericht. Ist ein geklautes Gericht? Ja, er weiß es aber. Okay. Möchtest du mir irgendwelche Namen nennen? Sag's. Der Wirt sechst in St. Sixt, ja. Ratzenbeck-Hans. Und deswegen hast du gesagt, das ist ein serbischer. Ah, nein, er hat ihn so auf der Karten und wegen dem fahren eigentlich die Leute hin. Ich hoffe, wir machen heute genauso gut. Ein Kurzbraten, ein Rostbraten. Monika, hast du da vorher das in Ordnung abgeholt vom ja. Aha, ja. Hi. Dann liebe Grüße an der Stelle. Wir versuchen meine das jetzt. Geschwister haben immer Bären beim Taufen, also das ist abgesegnet. Gut, na dann bitte, sag mal, was ich mache. Du darfst den Rostbraten sehr dünn klopfen, du hast gleich Frischhaltefolie auf der Arbeitsfläche, das Fleisch drauf und dann nur mehr Folie drüber. Jawohl. Dann das Brill weg, das brauchst du jetzt eh nicht. Aber das A und O ist, dass es wirklich dünn ist. Da kann es sein, dass man so ein Beirut-Stück, zwei Schnitzer Wasser bringen. Jawohl. Während du das machst, schneide ich die Erde verspalten. Die tun wir nämlich dann auf ein Backpapier. Mhm. Würzen wir es noch mit Salz, Pfeffer, frischen Rosmarin, Paprikapulver. Entschuldige, aber bitte sag mir nur, was das für Fleisch ist. Das ist von einer Beirut, oder nur eins einer dabei? Wirklich? Ja, es wird groß werden. Es soll eigentlich so dünn sein, weil wir füllen das dann noch mit Schinken, Speck, Zwiebel und Käse. Kloppen das zusammen wie ein Cordon Bleu und dann uns das kurz braten in die Pfanne. Und lassen sie jetzt so lange drin, dass der Käse geschmolzen ist, ja. Und dann geht's eigentlich schon aufs Teller. Super. Und du hast da deinen Massagestab mitgenommen von daheim? Also meine ist größer, aber der ist von da. Ich bin nicht davon ausgegangen. Welche Seite empfiehlst du? Die? Bänder. Den flachen? Ja. Mach super. Nicht für Aggression in ein Loch soll er nicht kriegen, weil du kannst alles rauslassen, was du 2020 was nicht schön war. Es war viel Gutes dabei. Ja, eben, dann sag ich jetzt mal sagen. Erst Klopfen auf. Nein, es muss wirklich dünn sein. Jetzt kannst du die Folie mal nachziehen. Siehst du, wie das auseinander geht. Ach, super. Wir nehmen uns dann zwei Schnitzel, kannst du für den Fleischsatz machen. Wer es sparen weiß, weiß, wie es geht. So. So, mein Freund. Nur ein bisschen. Nur? Nehmen wir gleich die Kartoffeln ins Rohr. Die will gleich Weizen, Pfeffer, dann ein wenig Öl drüber, ein wenig Paprikapulver. Passt? Und frischen Rosmarin. Nur mal ein bisschen. Wirklich? Ich bin echt nicht lästig. Nein, bist du überhaupt nicht lästig. Mir macht es echt Spaß. Na dann. So kannst du das eh noch mal kontrollieren, wenn du mit der Hand drüber fährst, merkst du, obwohl es gleich dick ist. Ja, du machst das da mit deinen Rosmarinkartoffeln, aber gescheit einfach, gell? Ja, weißt du. Ab und zu probiere ich es wieder. Mischen wir es mal durch. So, Mankerl, was sagst du? Mankerl. Schaut gut aus, ich muss ihn fühlen und dann gebe ich dir mal okay oder auch nicht. Dann fühl einmal. Du weißt das. Ja, aber ich nehme jetzt wirklich zwei Schnitzel draus. Passt das? Quasi. Ja. Na, die machst du ja auch. Ja, genau. Ich habe dabei meine Kartoffeln ins Rohr. Habe ich bei 200 Grad, circa 4 Stunden, 20 Minuten. Ist irgendwie Ober-Unterhitze? Ja, genau. Ober-Unterhitze. Schau, liebes, da. Magst du es runter von dem? Ja, da muss ich auf die Arbeitsfläche nehmen. Ja. Zack. Super. Ich tue das wieder weg. Machen wir es so ein, oder so ein? Machen wir so ein. Wo ist denn der Klopfen? Ein wenig gewesen. Und dann kannst du jetzt mit einem Löffel die ganze Innenseite mit einem Senf, ordentlich Senf, aus.
Entschuldigung. Deswegen die Folie. Ja, das ist die Ausspritzer. Genau. So. Gut einstreichen. Mhm. Ist das ein scharfer Senf oder irgendwie ein normaler Senf? Die Stoßsenf. Wirklich? Ja. Aha. Er will einen scharfen haben. Bei Serbisch. Genau. Richtig. Gut. Mhm. Und Pfeffer noch da auf einer Halle. Jetzt warte mal. Ja, wer gerade kann. Die brate ich mir dann, die Füllmehl, wie gesagt, mit Schinkenspeck, ganz dünn geschnittene Zwiebel, den weiß ich noch nicht hab. Und dann den Käse rein, klappen es zu und dann braten wir es ins Scharf an. Ich habe da noch ein wenig Schuh mitgenommen, dass wir ein wenig Soßen dabei haben. Und dann, wenn die Kartoffeln fertig sind, können wir dann gleich essen. So, das war das. Pfeffer, ein bisschen Salz noch. Moni, Senf ist drauf, Pfeffer ist drauf, da geben wir noch ein bisschen was. Genau. Was noch? Was jetzt darfst du überall eine Scheibe Schinken rein. Eine Scheibe Schinken. Zwei Scheiben Speck. Ich tue zwei Scheiben Schinken. Schau, so viel? Ach, Fräule. Nicht? Ja, wir haben den Speck auch noch drin. Ja, das wird das deine. Das darfst du essen. Ja. Kika. So, dann jetzt was? Speck? Ja, wie zwei viel? Scheiben. Und dann haben wir noch Zwiebel dazu. Mhm. Schau, wie super. So? Mhm. So. Und dann haben wir uns einen geriebenen Käse rein. Mhm. Geriebenen Kürfel, haben wir da. Ich sag, das klappen wir einfach nur noch zusammen und ja, das brauchen wir uns hinten vorne an. Und dann lassen wir es einfach nur in der Pfanne drinnen zerzieren, damit eben der Käse dann noch schmelzen ist. Ich hab Hunger. Ja. Mach. Tu es. Das mit der Öl im Pfann. So, das nur ein zusammen. Wer sagt denn, dass ein Cordon Bleu imponiert sein muss, gell? Stimmt. So. Pfanne ist her heiß. Was? Mhm. Das ist immer gut. Chefin? Schaut. Super. Perfekt. Dann haben wir den zweiten rein. Das ist scharf auf jeder Seite. Lassen wir dran zusammen um und dann lassen wir es ziehen. Passt. Dann gehen wir spessen. Dann lassen wir dem serbischen Cordon Bleu ganz kurz seine Ruhe in der Pfanne und wir sehen uns gleich wieder bei Oberösterreich. Hoff, bleibst dran. Seit 600 Jahren wird hier Getreide zu Mehl verarbeitet. In der Erlachmühle in Mondsee. Sie ist Konditorin und die jüngste Müllermeisterin Österreichs. Dass Antonia einmal im Familienbetrieb einsteigen würde, war anfangs nicht klar. Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen möchte, eben nach der Schule. Und dann habe ich einen Konditor gemacht. Und das ist, muss ich schon sagen, das ist wirklich meine Priorität, meine Leidenschaft. Und dann habe ich einen Meister gemacht und mein Papa hat mich dann gefragt, ob ich einen Müller machen möchte, weil mein Bruder eben Müller nicht gemacht hat. Und dann war es halt auflassen, dass der dann darf es keiner weitermachen. Und jetzt bin ich eben seit 3 Jahren daheim. Im Sommer mache ich meine Kuchen und hilft der Mama im Wirtshaus und im Winter bin ich beim Papa in der Mühle. Antonia und ihr Bruder August haben sich beide für Konditor und Bäckermeister entschieden. Er ist zuständig fürs Roggenbrot. Das wird aus Mehl, Wasser und Salz hergestellt. Bei über 300 Grad wird das Holzofenbrot gebacken. Und das mit viel Feingefühl. Beim Holzofen ist es eigentlich sehr eine komplizierte Sache. Man sagt halt leichter Holzofenbrot, aber natürlich kommt da die Wettereinflüsse kommen dazu. Dann kommt da die ganze, das Holz ist nicht immer gleich. Wir haben da eigentlich nur weiches Holz, keine Buchenscheiter, wie es jeder daheim im Kochofen hat. Wir brauchen eben die schnelle Hitze und das wird auch ziemlich schnell brennen. Das wird halt zusammenbrennen. Das ist eben die ganze Kunst, dass dann die Temperatur auch bei der Backfläche passt. Frisches Brot gibt's täglich und das kann auch in der hauseigenen Jausenstation verkostet werden.
Die ganze Woche billig. Sparen Sie die ganze Woche lang bei Maximarkt. 25% auf alle Weine und Schaumweine. Zum Beispiel Weingut Dockner, Rieslingkrems im 6er Karton. Jetzt minus 25%, das sind nur 4,99 Euro je Flasche. Maximarkt ist echt stark. Entdecken Sie die HK Jubiläumsküche 90 in 8 verschiedenen Farben und zum Fixpreis von 11.490 Euro exklusive Gerätepaket. Diese limitierte HK Küche mit Anti-Fingerprint-Oberfläche trifft den Zeitgeist perfekt. Mehr dazu auf hk.at. Gleich geht's weiter mit Gmundner Milch im Original Gmundner Keramikdesign. Oberösterreich kocht wird Ihnen präsentiert von HK Küche und Maximarkt. Ja, und damit willkommen zurück bei Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Monika Dornitzhuber kocht heute für Sie. Es gibt was quasi serbisch Inspiriertes, oder? Genau. Hast du gesagt? Er ist jetzt schon fertig. Aber in Wahrheit ist was? Ein Rostbraten gefüllt mit Schinken, Speck, Käse und Zwiebeln. Und Füßen. Und ich habe da einen Umschlag gefüllt mit 50 Euro von Maximarkt. Falls Sie den gewinnen wollen, dann schicken Sie uns doch eine E-Mail und schreiben Sie dazu, warum gerade Sie sich besonders über den Gutschein freuen würden. Viel Erfolg beim Mitmachen. Shopping! Und jetzt, was hast du da? Die Rosmarinkartoffel? Ja, genau. Ei. Die habe ich in der Schwein gemacht. Das. Super. Ein sehr gut. Kannst du da gleich ein paar Herder? Mhm. Und ich tue einen Rostbraten. Aufteller. Magst du den deinen oder den meinen? Weißt du noch, welcher da deine und der meine war? Ich will den über der größte. Ja, dann tue ich mir meinen hin. Das ist sicher der bessere, weil da sind zwei Blattschinken drinnen. Genau. Wir haben übrigens alle Rezepte für Sie zum Nachkochen auf unserer Homepage. Oder in unserem Oberösterreich kocht Kochbuch. Das ist aktuell im Buchhandel, im Trauner Verlag erschienen. Über 70 Rezepte. Für Moni. Jetzt bin ich schon so lange dabei, dass ich weiß, dass da noch was Grünes dazwischen ist. Ja, genau. Bei mir wird es grün, bei den anderen kommen wir Blumen und. Pass auf, dass du nicht verbrennst. Nein, nein. Sowieso nicht. Ja, im Endeffekt. Zack. Das war's. Genau. Und ich befürchte jetzt, dass das richtig gut ist. Ich hoffe. Das ist sicher richtig gut, weil was soll da jetzt schiefgegangen sein bei dem, oder? Ja, eigentlich nichts. Da kann nicht viel passieren. Ich lasse dir den Vortritt. Na du, ich bin's. Zu Ihnen nach Hause herzliches Mahlzeit und danke fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn Sie das Rezept nachkochen und uns ein Foto davon schicken auf Facebook vielleicht. Das wäre nett. Ja, schau, wie sich der Käse zeigt. Das ist ja super. Schaut schon mal gut aus. Das schaut sehr gut aus. Oh la 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 la. Du hast da aber, was hast du dazu gegeben? Nur ein Kalbsschü, oder? Ein Schü. Die Soße ein bisschen haben wir dazu gegeben, gell? Wenn man da getrickst. Heiß. Mhm. Dann warte ich. Du bist mein Vorkoster. Darfst schon. Ist schon weg. Wenigstens mal hängen. Boah. Mhm. Ja, wie befürchtet. Richtig gut. Fleisch. Hallo. Fleisch bringt's. Mhm. Das ist sehr richtig. Und Leberkasten. Ja, was ist das?